Vor wenigen Wochen hat Martin Hinteregger noch die Europa League mit Eintracht Frankfurt gewonnen. Nach der Diskussion rund um den Hinti-Cup wurde es dem 29-jährigen Kärntner zu viel. Er zieht die Reißleine, zieht sich aus dem professionellen Fußball zurück und startet jetzt in der Kärntner Unterliga durch. Wir von Krone TV sind beim ersten offiziellen Bewerbsspiel von Martin Hinteregger auswärts in St. Veit an der Glan mit dabei und geben euch auch exklusive Einblicke, unter anderem auch in die Kabinenansprache. Erstes Meisterschaftsspiel in St. Veit. Ja, ich sage einmal, es ist angerichtet. Der Platz, das Wetter, die Kulisse wird da sein. Und da muss einfach frei sein, außer Fußball zu spielen. Gell? Da würde ich gerne selber heute noch einlaufen, würde mir taugen. Gell, da muss jeder motiviert sein und ich sage einmal so, genießen. Aber ich muss sagen, dass ihr euch getraut und nicht versteckt. Und da, was vorhabt, da draußen. Okay? Und crash mal die Party da heute. Dass wir feiern und nicht die St. Veiter. Okay? Alles Gute. Als Sienitzer Fan, heißen Sie das auf jeden Fall gut, dass er da ist? Oder hätten Sie sich gewünscht, dass er vielleicht noch ein bisschen Profi bleibt? Ich meine, es ist positiv, was er für Sienitz spielt. Weil das ist ja sowieso eine Bereicherung für ein erstes Jahr Sienitz. Das ist sowieso eine Bereicherung. Da sieht man, was da Zuschauer sind und wie viele er noch Fans hat von Frankfurt. Wie viele Fans sind im Schnitt in Sienitz? Was erwartet man in der Saison durch diesen Hype? Man erwartet einmal den Klassenerhalt, weil voriges Jahr waren sie bald abgestiegen. Aber mit Hinteregger, ich denke, das Mittelfeld, man, es ist schon positiv, weil sie haben keinen Stürmer. Und jetzt wird es eben der Martin Hinteregger versuchen, als Stürmer die Tore zu schießen. Da stellen wir uns als Journalisten auch die Frage, warum wir da im ÖFB-Team nie offensiver spielen dürfen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder von Trainer aus. Weil er hat gewisse Positionen gespielt. Er hat alles gespielt eigentlich. Wie hat eben der Trainer reagiert hat. Der Trainer machte die Aufstellung. Aber jedenfalls, wenn er da als Stürmer spielt, der wird schon eine Gefahr darstellen für einen Gegner. Also es ist eine sehr coole Stimmung da, muss ich sagen. Ich bin halt auch mit meinen ganzen Freundinnen da. Wir sind eigentlich alle nur wegen dem Hinti da, weil wir einmal alle zuschauen wollen. Aber ja. Was sagst du denn generell zum Hinteregger, dass er auf einmal in der Kärntner Unterliga spielt? Ja, also ich finde, das passt schon gut. Vor allem, dass er den SG aus Sienitz unterstützt. Finde ich schon auch cool. Und das erste Spiel gegen uns in St. Veit, also das ist super. Ja. Würdest du dich für Martin Hinteregger auch ein bisschen freuen, wenn er heute gewinnt, oder? Ja, aber ganz still und leise. Also ich bin ja St. Veit-Fan. So laut darf man das nicht im Fernsehen sagen. Nein, ja. Ich finde, es ist ein Kultspieler in Frankfurt. Und wenn man hier auf Urlaub ist, und da kann man sich das schon mal angucken. Was für einen Status hat Martin Hinteregger über die Jahre in Frankfurt aufbauen können? War er von Anfang an ein Sympathieträger? Gab es dieses eine Ereignis, wo man gesagt hat, jetzt ist es? Nee, also für mich war es ganz klar ein Sympathieträger, weil er bodenständig ist, ja, und kämpft und ja, eigentlich bodenständige Fußballer in der deutschen Liga. Wie sehr wird er der Mannschaft fehlen, nicht nur rein spielerisch, sondern auch einfach von diesem Charakter, weil er nicht der klassische Schablonenspieler auch ist? Ja, ich glaube schon, weil was man aus den deutschen Medien hört, ist er halt auch in der Kabine immer einer, wo Spaß macht, wo auch ernst ist, wo die Mannschaft antreibt und ja, eigentlich für das Zusammenhalt steht. Wie siehst du es persönlich, dass er mit 29 Jahren diesen reifen Entschluss dann auch fasst, zu sagen, ich höre auf, weil ich kann und will nicht mehr? Ja, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, laut deutschen Medien, dass mit dem Hinti-Cup, mit seinen Geschäftspartnern, ja, und das, finde ich, ist halt in Deutschland hochgebauscht worden. Weil das eine ist Politik und das andere ist Fußball. Und der Martin hat in der multikulturellen Mannschaft gespielt, deshalb, also ich, ja, kann es nicht verstehen. Abschließend vielleicht noch, glaubst du, es gibt einen Rücktritt vom Rücktritt, dass er sich wieder nach einem Jahr denkt, eigentlich war es doch ganz fein? Nee, das ist klar, also für die Bundesliga glaube ich nicht, höchstens, dass er vielleicht in Österreich, zweite Bundesliga oder, aber in der Bundesliga glaube ich nicht.
Franz Hinteregger, der Papa, natürlich auch mit dabei beim ersten Spiel auf Amateurebene, nachdem der Sohnemann beschlossen hat, die Profikarriere an den Nagel zu hängen. Was sagen Sie zur ersten Halbzeit? Der Stangenschuss hätte schon reingehen können am Ende. Ja, es war keine schlechte Partie, aber man sieht halt bei Martin, dass er jetzt fast 3 Monate nicht mehr gespielt hat und erst 2 Mal mit der Mannschaft trainiert hat. Aber mit ein bisschen Glück hätte man das 1-1 machen können durch ihn und das hätte schon gepasst dann für die erste Halbzeit. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, der Martin hat den Gedanken schon reifen lassen im Laufe des Frühjahres und hat schon gewusst, dass im Sommer das Ganze entstehen könnte. Wann waren Sie in die ganze Sache involviert? Wann ist er auf Sie auch zugegangen? Ja, erst praktisch im Mai, wie er einmal zu Hause war, hat er gesagt, dass er eigentlich jetzt einmal spielt mit den Gedanken. Am Anfang haben wir den nicht ernst genommen, ist eh klar, das ist so. Man denkt ja nicht, was einer mit 29 aufhört, aber er hat immer seine Entscheidungen selbst getroffen, schon mit dem 13. Lebensjahr, wie er Salzburg gegangen ist, wie er Augsburg gegangen ist, wie er Gladbach gegangen ist und auch Frankfurt. Er hat seinen eigenen Kopf und er hat immer selbst entschieden und das war auch seine Entscheidung. Wir sind sehr glücklich als Familie darüber, weil er ist wieder zu Hause, spielt mit seinen Freunden. Die Fans sind auch alle da, man sieht ja, da sind glaube ich 1000 Zuschauer heute in St. Veit und alle sind zufrieden und das passt, ja. Jetzt haben Sie ihn ein bisschen beschrieben von der Charakteristik, dass er immer selber entschieden hat. Hat man nicht versucht, als Familie trotzdem noch ein bisschen zu intervenieren, indem man sagt, Herr Martin, ein paar Jahre gehen ja vielleicht noch, mit 32 ist auch okay, wenn du zurückkommst? Ja, mein Gedanke war mit 32, dass er aufhört, das war praktisch der Vertrag bei Frankfurt, wäre dann ausgelaufen. Ich gedacht, vielleicht darüber reden, zum halben Jahr noch, dass er Champions League einmal spielen kann, aber der Kopf war leider leer. Er war müde, er war eigentlich fertig. Natürlich auch durch gewisse andere Sachen wurde es praktisch so bewirkt von außen her. Und seine Entscheidung wird von uns als Familie akzeptiert. Es ist schön, dass einfach, dass er wieder zu Hause ist. Was kann man jetzt erwarten vom SV Sieren? Jetzt ein Verein, der wahrscheinlich bis zu seiner Ankunft nicht wirklich in aller Munde war in ganz Österreich. Ist mit Martin Hinteregger vielleicht sogar mehr möglich als zuvor? Ich glaube, man ist dem Abstieg knapp entronnen im Feuer. Genau. Also wir hoffen schon, dass wir jetzt etwas schaffen. Natürlich sind ein paar Spieler noch auf Urlaub, aber das soll keine Ausrede sein. Wenn der Martin vorne drin ist dann, und wenn er mal fit ist, weil heute spielt er mit angezogener Handbremse, kann man sagen, damit er sich nicht verletzt. Aber wenn er voll fit, dann kann schon einiges gehen im Spiel. Aber natürlich müssen wir uns auf alle Ebenen verbessern, vor allem in der Defensive. Und dann kann schon was sein, dass wir vorne mitspielen können. Ja. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Kann sein, dass er einen Rücktritt vom Rücktritt irgendwann bekannt gibt? Oder ist das beschlossene Sache, wenn der Martin einmal sagt, hier auf? Alles ist möglich. Florian Nowak, zunächst einmal gratuliere zum tollen Einstand vor einer tollen Kulisse. Es war ein Match unter anderen Vorzeichen. Wie hast du versucht, auch die Mannschaft darauf einzustellen, dass wahrscheinlich ein bisschen mehr los ist und eigentlich der Hauptanteil wegen am Hinteregger da ist? Ja, zunächst einmal danke. Das meine Einstellung war ganz schwierig, weil die letzten 2-3 Wochen ist es ja viel hin und her gegangen in den Medien. Das heißt, Hinti spielt nicht, Hinti ist verletzt, das wird sich nicht ausgehen, die Freigabe kommt nicht. Und dann eigentlich fix war es erst seit gestern am Abend. Gell? Und da sind wir heute ins Stadion gekommen und haben nicht recht gewusst, was uns erwartet. Wie viele Leute kommen jetzt tatsächlich? Aber man hat schon vor dem Spiel gemerkt, also da waren eine Stunde vor dem Spiel schon 400 Leute im Stadion. Da ist richtig was dahingegangen. Darauf eingestellt, ja, natürlich haben wir in den letzten 1-2 Wochen mehr über den Gegner geredet, als wir sonst machen. Und wir haben auch gewisse Dinge verstärkt trainiert, Standardsituationen defensiv, was, wie wir gesehen haben, heute sehr, sehr wichtig war, weil die haben sie einfach mit Qualität gebracht und dahinter ist er, macht er. Aber man kann am Ende vom Tag auch gar nicht so viel machen, weil der Fußball bleibt trotzdem immer dasselbe. Und man verteidigt einen Hinti, so wie man einen guten anderen Stürmer auch verteidigt. Nur das Problem, was man einfach hat, ist, unter Umständen, man kann es noch so gut machen, der Hinti ist einfach besser. Aber man hat es halt gesehen, wir haben oft Situationen gehabt, zu zweit, zu dritt, zu viert hingearbeitet, gedoppelt, getrippelt und gezogen und gebissen und gekratzt. Und das hat dann Gott sei Dank gereicht, dass wir ihn weitestgehend aus dem Spiel kriegen. Er hat trotzdem seine Qualität aufblitzen lassen. Man hat trotzdem gesehen, er ist ein riesen Kicker. Aber wir haben es gut hingebracht, glaube ich. Eine Aufwertung für die Liga kann man auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt die Geschichte nochmal heranzieht. Wir kennen die Hintergründe, wir wissen, warum er auch seine Karriere im professionellen Bereich beendet hat. Kannst du das nachvollziehen, dass man mit 29, wenn man Europa-League-Sieger wird, Champions League spielen könnte, die Schuhe in den Nagel hängt? Ja gut, was heißt nachvollziehen? Ich glaube, jeder Mensch muss selber wissen, wann er welche Entscheidung trifft. Ich finde es einmal schwerstens beeindruckend, dass er so eine Eier hat,
so eine große Entscheidung zu treffen. Da wird sie auf einiges an Geld verzichten. Geht er jetzt in die Unterliga, weil er eigentlich nicht viel zum Gewinnen hat. Wenn er jetzt jede Partie drei Tore schießt, dann hast du eh klar dahinter, wenn er jetzt nicht so gut spielt, dann wird vielleicht früher oder später ein bisschen gelacht werden, ein bisschen abfällig geredet werden. Aber mir taugt er als Typ einfach so sehr, dass er da hergeht, dass gestern auch noch gewusst hat, dass er heute eh spielt, dass die Leute alle wissen, dahinter kommt, dass er uns damit ein cooles Event gibt, dass er sich jetzt da hinten wieder die Zeit nimmt für die Kids und einfach ein Mensch ist und immer so nahbar ist und immer so freundlich ist. Und sowas ist eigentlich für mich sehr, sehr beeindruckend, wie man so am Boden bleibt und sich noch aufs Anfang im Leben besinnt. Weil gerade in den Kreisen, wo er sich bewegt hat, ist das dann oft der doch anders, was man so mitkriegt, was man so hört. Sehr faire Worte. Rein sportlich gesehen, was hat St. Veit in der Saison geplant nach dem Aufstieg in diese Liga? Nach dem 13-0 hat man gesehen, die Qualität in der Mannschaft wäre da, um vielleicht auch durchzumarschieren. Ja, jetzt kommt der Euro fürs Phrasenschwein, wir schauen mal von Spiel zu Spiel. Tatsache ist, wir sind einmal Aufsteiger. Das Aufsteiger ist einmal der erste Job, sich in der Liga zu profilieren. Wir müssen sagen, dass wir da herkehren. Und das ist einmal der erste Job. Wenn das einmal gelungen ist, dann können wir mal schauen, wo wir stehen und was möglich ist. Ich weiß, wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Wir haben auch sehr viele junge Spieler. Wir haben in unserem 21-Mann-Kader 9 Spieler, die 18 oder jünger sind. Das heißt, da haben wir ein Potenzial, dass sich da was weiterentwickelt, dass sie sich mit der Liga mitentwickeln und dann noch einmal besser werden. Aber es ist an der Punkt, wir sind unerfahren und das wird uns vielleicht heuer im Herbst auch ein, zwei, dreimal ein bisschen auf den Kopf holen. Wir werden ein Lehrgeld zahlen. Wichtig ist, dass es immer besser wird, dass wir immer weiter arbeiten. Und wir haben jetzt einmal schon eine ganz eigenartige Partie gehabt und ein ganz komisches Vorzeichen, den man erst einmal so spielen muss, wie wir es gemacht haben. Nächste Woche auswärts Mittelland, wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga oder die zweitbeste. Wenn wir da was holen, dann kann man vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen auftreten. Aber das ist einmal der nächste Job, dass wir in Mittelland sagen, dass wir auch wieder in die Liga kehren. Weil wenn wir gegen Mittelland nicht gewinnen, dann wissen wir auch schon wieder, wo wir stehen. Nämlich wahrscheinlich auch nicht ganz oben. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in Mittelland auch mit einem guten Ergebnis bocken werden. Chiara, auf der einen Seite bist du, glaube ich, wegen St. Veit hier gewesen, auf der anderen Seite wegen Martin Hinteregger. Wem hast du heute mehr die Daumen gedrückt? Kann man das zusammenfassen? Also die Daumen muss man schon für St. Veit drücken, aber als Martin Hinteregger-Fan da auf alle Fälle für Martin schon ein bisschen, ja. Was waren denn die Schwierigkeiten gegen St. Veit heute? Boah, ja, wie gesagt, also ich finde, dass St. Veit einfach eine untypische Unterligamannschaft ist. Untypisch deswegen, weil sie einfach sehr viele junge Spieler drin haben, die ein oder andere Ausbildung genossen haben in einer Akademie. Und da sieht man einfach, die waren alle jung, quirlig, da hat keiner irgendwie technische Probleme gehabt, auch unter Druck nicht. Haben immer die richtigen Räume bespült und sind dann in die richtigen Räume reingelaufen. Also einfach ein gutes Fußballverständnis, sage ich einmal. Einfach junge, gute Truppen. Also war das erwartet schwere Spiel. Auf dem großen Platz auch noch, der ist dann natürlich auch noch zugute gekommen. Und ja, wir sind sicher noch nicht bei 100%, auch vom Körperlichen noch nicht. Haben aber trotzdem vor allem erste Halbzeit gut dagegen gehalten. Also von dem her kann ich meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Die haben trotzdem alles probiert. Wenn der von Martin vielleicht in der 45. statt auf Stangl ins Tor geht, gehen wir mit einem 1-1 in die Kabine, nachher sind wir vielleicht ein bisschen in die Köpfe auch drinnen bei den jungen Buben. Dann hätte man die zweite Halbzeit gerne angeschaut, aber nein, es war trotzdem ein verdienter Sieg, weil sie waren einfach ein Ticken besser als wir. Du hast angesprochen, den Stangenschuss kurz vor der Halbzeitpause durch Martin Hinteregger, zwei Freistöße waren auch noch mit dabei, die nicht von schlechten Eltern waren. Vielleicht auch das 90-minütige Resümee von Martin Hinteregger, war es das, was du von ihm erwartet hast? Hätte er vielleicht mehr zeigen können müssen? Nein, man darf ihn nicht vergessen, er hat jetzt nach drei Monaten von einer schweren Verletzung zurückgekommen, hat jetzt zwei Wochen locker trainiert, hat drei Monate nicht einmal 90 Minuten oder nicht einmal eine Minute Fußball gespielt. Und da darf man sich einfach noch nicht so viel erwarten und vor allem auch die Gegner, die spielen halt gegen uns auch aggressiver, vor allem auf ihn, da kommt es anradiert mit 100 km/h, mit gefühlten 100 km/h und da ist für ihn natürlich auch schwer, vor allem wenn du noch nicht 100% im Soft bist, aber grundsätzlich war es eine solide Leistung von ihm, also er hat alles probiert und war anspielbar immer, hat die Bälle verlängert, hat seine Abschlüsse gehabt, wie gesagt, beim einen Stangenschuss ein bisschen Pech gehabt. Aber nein, also der wird noch ein paar Wochen brauchen, bis er wirklich auch von der Kraft her 100% fit ist. Jetzt kommen noch ein, zwei Spieler wieder ab nächster Woche dazu, die heute nicht da waren. Die werden ihm dann auch mehr helfen und unterstützen in der Offensive. Und wie gesagt, er braucht halt auch die restliche Mannschaft, weil allein, auch wenn du von der deutschen Bundesliga kommst, ist es schwer. Gegen 11 andere allein schafft keiner was. Also wie gesagt, da werden auch wir als Mannschaft gefragt sein, dass wir ihn so gut wie möglich unterstützen.
Publikum würde ich auch ganz gerne ansprechen. 1500 Leute wurden durchgesagt, die heute hier waren. Muss man sich auf die publikumstärkste Saison in der Kärntner Unterliga gefasst machen? Und was erwartet uns beim ersten Heimspiel? Hat man da vielleicht schon ein paar Zapfanlagen mehr integriert? Ich glaube, da werden wir so wie beim Hinti Cup eine Shuttlebusse organisieren. Wir sind nicht vom Verkehr wegfahren, weil für so viele Autos ist in der Sinn jetzt nicht Platz, glaube ich. So viele Parkplätze haben wir nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass wieder extrem viele Leute kommen und dass sie unsere Burschen unterstützen. Und ich hoffe, dass es dann beim Heimspiel das erste Mal mit einem Dreier klappt. Martin, eingangs vielleicht, aber es gibt einzelne Spiele, glaube ich, im Leben einer Fußballerkarriere, wo man vielleicht ein bisschen angespannter ist als sonst. War das heute so eines? Also relaxed war ich noch in keinem Spieler. Nicht einmal in Freundschaftsspielen der letzten Jahre. Es war einfach nur mega Spaß. Ich habe, glaube ich, so viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Vor allem die gegnerische Mannschaft waren mega sympathische Spieler. Und genau das ist Unterliga-Fußball, wenn man am Platz ein bisschen Gaudi haben kann, ein bisschen Fußball kriegen. Auch wenn es mal ein bisschen ernster zur Sache geht, aber trotzdem die 90 Minuten habe ich mit 6, 7, 8 Spielern einfach Gaudi gehabt von den Gegnern und unseren Spielern. Natürlich wäre es schön, wenn man noch ein, zwei Tore geschossen hat, aber St. Veit ist einfach sicher ein, zwei Klassen über uns. Klassische Journalistenfrage: Mit der eigenen Leistung trotzdem halbwegs zufrieden, der Stangenschuss hätte eine Wende herbeiführen können? Ja, ich habe 3, 4 Möglichkeiten gehabt. Muss ich eins machen, aber ich habe die letzten 3 Monate wirklich wie ein Rentner gelebt. Sport war da nicht auf der Tagesliste, ganz, ganz selten. Ich habe 2 Trainings absolviert und ich bin körperlich wirklich ganz weit weg von irgendwas und das hat man heute gemerkt. Es wird die nächsten Wochen schon besser werden, die Verletzung ist gut und dann wird es mit den Toren auch klappen. Einmal beim Sportlichen noch kurz, wie ist die Zusammenarbeit mit den alten Bekannten sozusagen? Es sind viele Wegbegleiter auch mit dabei. Ja, es muss ich sicher noch einspielen. Ich habe so überhaupt keine Ahnung, wie irgendwer denkt und wie er Fußball spielen, wie sie es sehen. Ich habe schon ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie die anderen oder anderen denken. Ich probiere einen positiven Einfluss bringen. Aber wie gesagt, für mich steht einfach nur Spaß im Vordergrund und ich möchte mich überhaupt nicht aufregen über irgendwas, überhaupt keine Erwartung. Wenn man verliert, verliert man hauptsächlich die 90 Minuten Spaß. Für mich ist es fast wie so ein Charity oder ein Hobbyspiel. Und genau das kann ich mir selber sagen, genau das habe ich verdient und das wollte ich. In der Halbzeit haben wir mit dem Papa auch gesprochen, der hat gemeint, du warst schon immer ein Mensch, der eigene Entscheidungen getroffen hat, sprich damals zu Salzburg gegangen, jetzt mit 29 abrupt das Karriereende. Ich habe ihn auch gefragt, kommt vielleicht ein Rücktritt vom Rücktritt, ist das eine Option oder kann man das ab sofort dementieren? Solange es genauso läuft wie jetzt, kann man es komplett dementieren. Ich habe mega viel Spaß, mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt, ich war noch nie so happy. Und genau das war der Grund, warum ich vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich mir die Entscheidung in den Kopf gesetzt habe. Und genau so habe ich es mir vorgestellt. Wenn es genau so weitergeht, dann ist ein Rücktritt auf jeden Fall ausgeschlossen. Wie hast du diesen Mythos rund um die Hinti-Army mitbekommen? War das ein sukzessiver Aufbau? Gab es für dich ein Ereignis, wo du sagst, da hast du vielleicht auch die Zuschauer irgendwo am Nerv erwischt? Es war natürlich einmal Spielweise, aber vor allem eine Menschlichkeit. Ich habe gefühlt mit jedem Frankfurter von den 600.000 einmal geredet. Egal, ob wir uns im Restaurant getroffen haben, auf der Zeile, irgendwo außerhalb auf einem anderen Sportplatz, im Stadion, mal in der Kneipe. Also gefühlt war ich fast überall und das wissen die Leute einfach zu schätzen und ich war genau wie ich bin. Das hat nicht vielen, also von den Medien oder von uns natürlich nicht viel gepasst, aber genau das ist, wo ich denke, das macht Fußball aus. Und genau solche Typen wie ich war, glaube ich, wäre schön, wenn da noch einige nachziehen.